Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Toca Life Vacation, also Toca Life Urlaub spielen. Ich bin hier gerade im Urlaub, im Hotel angekommen mit meiner Ananas und wir starten jetzt mal mit dem Fahrstuhl und fahren in die erste Etage. Ich frage mich gerade, warum eben gerade die Musik aus war. Die Musik ist eigentlich an, zumindest kann man sie hier an- und ausschalten. Wir sind hier in dem Reinigungsraum in der Besenkammer. Licht können wir ein- und ausschalten. Hier können wir wahrscheinlich auch Wäsche waschen, wenn wir wollten. Tun wir mal ein paar Handtücher hier rein. Geht das? Ich glaube nicht. Ein Arbeitsplatz. Und jetzt stehen wir mitten in unserem Hotelzimmer. Tür können wir zumachen oder auf, wie wir wollen. Und jetzt sind wir hier im Badezimmer. Da kann sich unsere Ananas aufs Klo setzen. Oder vielleicht auch duschen. Shampoo gibt's nicht. Oh, wir können hier eine Badehaube aufsetzen, damit die Ananas am Strunk nicht nass wird. Jetzt können wir ihren Bademantel vielleicht auch anziehen. Können wir nicht. Aber wir können sie abtrocknen. Ich glaube, wir hinterlassen hier ein richtiges Chaos. Oh, ich habe gerade die Spülung betätigt. Was haben wir denn hier? Ein Smaragd oder sowas und ein Pokal. Sowas nehme ich natürlich auch immer mit in den Urlaub, damit ich erstens zeigen kann, wie viele Juwelen ich habe und zweitens, wie erfolgreich ich im Sport bin. Das ist natürlich wichtig, wenn man im Urlaub ist. Sehr komisch. Oh, eine Kamera. Ha, jetzt haben wir ein Foto gemacht. Jetzt haben wir endlich wieder Musik. Ich habe mich schon gewundert. Oh, die Minibar. Einen Laptop haben wir hier. Das Foto können wir auch irgendwo hin tun. In die Obstschale. So, im ersten Stockwerk gibt es leider nicht so viel zu tun. Ab in den zweiten. Tür auf und hier kommt die Ananas. Was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Regenbogenhaufen. Einhornkacke vielleicht? Möchte die Ananas aber auch nicht essen. Oh, doch. Nee, doch nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Nein. Okay, was machen wir damit? Vielleicht tun wir das einfach in den Mülleimer. Können wir das nicht in den Mülleimer tun? Nee. Liegt hier einfach so auf dem Flur. Jetzt sind wir in einem anderen Zimmer mit Balkon. Und wir haben hier auch einen anderen Charakter und noch einen zweiten. Einer, der hier auf so einem kleinen Tritt im Badezimmer ist. Können wir den duschen? Mit Klamotten. Angemerkt. Das sah aus wie ein Apfel. Was ist das? Ein Schwamm oder so? Oh, jetzt hat sich die Ananas schlafen gelegt. Da ist wieder eine Kamera. Die lasse ich mal hier gezielt auf den Boden fallen. So, die Ananas hat genug geschlafen. Die soll lieber noch mal ein Foto machen.
Oh, da schläft ein Baby. Vielleicht können wir das wecken. Ha! Trink das. Die Ananas scheint sehr, sehr müde zu sein. Sie nutzt jede Gelegenheit, um zu schlafen. Oh, da ist auch eine Verwandte von dir. Die Lampe, die sieht auch aus wie eine Ananas. Scheint aber die Ananas nicht unbedingt zu interessieren. Ich fliege hier jetzt mal durch den Raum und gehe direkt in den dritten Stockwerk, verlasse die Einhornkacke, das Baby und den Typen, der mit Klamotten duscht. Ah, wir können auch bei fremden Leuten ins Gepäck reingucken und ein Auto klauen. Die Zimmer sehen sehr ähnlich aus. Oh, das hat sogar eine Badewanne. Da gehe ich doch direkt rein. Aber wieso kann man denn hier kein Shampoo benutzen? Abtrocknen? Müsste man wahrscheinlich nicht, weil die Ananas sicherlich auch von alleine trocknet. Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Element aus dem Toka Lab. Oh, da war ich gerade selber. Können wir jetzt hier PlayStation oder so spielen? Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus PlayStation und SNES vom Controller her. Wir gucken hier mal weiter. Oh, ein kleines Löwenbaby. Oder ein Kind mit einem Löwenkostüm. Die sieht ein bisschen aus wie ich. Ich räume hier die ganze Bude auseinander und schmeiße hier alles durch die Gegend, weil die Ananas total sauer ist. Das kannst du auch wegschmeißen. So. Ich verschwinde jetzt hier mit dem Auto, was ich geklaut habe, von fremden Leuten und fahre damit wieder nach unten. Wir haben alle Stockwerke hier bei Toka Life Vacation, dem Urlaub, angeguckt in dem Hotel. Und schauen mal, ob es hier noch was anderes gibt. Außer den Flughafen, den habe ich ja im ersten Teil gemacht. Und im zweiten Teil jetzt das Hotel. Zumindest die verschiedenen Stockwerke. Wir könnten hier vielleicht noch in diese Siedlung gehen. Ah, da sind wir auf so einem Steg am Strand. Und meine Ananas habe ich leider nicht mitgenommen. Die könnte ich jetzt hier aus den Charakteren wieder auswählen. Wir werden einfach den Steg und den Strand im nächsten Video erkunden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videos zu Toka Life Vacation sehen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!